Willkommen und schön, dass du da bist. So, wir wollen uns heute die Stufe 9 oder Level 9 der Purge angucken. Und ich habe ein paar Änderungen hier noch vorgenommen. Ich habe mir eure Kommentare natürlich gut durchgelesen auch. Und wir haben beim letzten Mal gemacht die Stufen 7 und 8. Weil irgendwer hatte geschrieben, naja, die Base funktioniert bis Stufe 6, aber Fakt ist, also sie hat mal bis Stufe 8 sehr gut funktioniert und heute kommt die Stufe 9 dran. Ich möchte auf so ein paar Kommentare gerne eingehen, weil da sind ein paar gute Sachen dabei. Und ja, fangen wir mal an hier mit ihm hier, dem Jäger von Jebel Zak. Da hatte Ilvi geschrieben, dass er zu viel Schaden genommen hat. Und das lag daran, dass ich hier ihn auf Jagen versehentlich stehen hatte, anstatt auf Halten. Also er steht jetzt auf Halten, das heißt, er sollte hier die Position weitestgehend halten. Sein Bewegungsradius ist auf 10 Meter eingegrenzt. Ja. Und er hat auch genug Essen. Ja, alles ist gut. Das nächste war, Barkeeper kann man in die Teerkessel setzen. Ja, gut, ich hatte jetzt keinen Barkeeper über, aber ich finde, das ist eine gute Idee. Wir haben insgesamt jetzt, also ich auch bei meinen Versuchen und so, bis Stufe 8 habe ich drei Thralls verloren mit dem Aufbau, den wir vorher hatten. Und nur drei Thralls zu verlieren auf diesen 8 Stufen der Purge, finde ich, ist gut. Also ist okay, ja. Und das war immer hier an der einen Stelle, lustigerweise. Das ist eine gute Verwendung sicher für den Barkeeper. Ja, dann war eine Sache, ein guter Vorschlag war, dass man seine Purge-Base unterhalb einer Höhle oder Brücke baut. Finde ich eine gute Idee. Also ich habe es mal vor, ganz am Anfang, als die Purges sich geändert haben, habe ich es mal versucht in einer Höhle und da hat das System mir damals gesagt, es geht nicht. Also da hat die Purge nicht gestartet. Aber vielleicht habe ich die falsche Höhle erwischt und unter einer Brücke habe ich es nie versucht. Gut, ich habe jetzt nicht hier die ganze Base umgezogen natürlich, sondern ich habe uns ein bisschen einen Dachschutz gegeben. Das ist bewusst da auf jeden Fall noch offen, weil irgendwie, wenn man das nur ein Element hier hochbaut, dann kippen die ihr Teer aufs Dach. Deswegen habe ich das Dach da offen gelassen. Aber wir haben ein bisschen mehr Schutz und ich hoffe, das reicht gegen die Meteoritenschauer. Bei Meteoritenschauer, da hatte jemand geschrieben von euch, dass man ja auch diese Beschwörer der Golems und auch vom Meteoritenschauer töten kann. Ja, das habe ich auch gemacht. Und was ist passiert? Ich hatte dann einfach einen neuen, also es hat einfach ein neuer Beschwörer gespawnt, was jetzt bei den Golems passiert ist. Und die Golems sind weiter gespawnt. Also das hat zumindest in dem Fall nicht geholfen. Ich würde es aber nach wie vor trotzdem probieren, ob ich das Ganze stoppen kann, wenn ich den jeweiligen Beschwörer töte. Und mit dem Sternenfallbeschwörer war es so, dass dann einfach eine neue, wie nennt man das, Tor oder so mit dem Meteoritenschauerbeschwörer gespawnt ist. Und ich hatte, das Ganze ist dann weitergegangen. Ach ja, genau. Und dann gehen wir mal eben hier raus. Hopp. Ich hatte ja diese schrägen Rampen hier drumherum und irgendjemand hatte geschrieben, bau doch da nochmal so einen extra Ring aus Fundamenten drumherum. Das habe ich also noch geändert, das habe ich nochmal angepasst. Genau, das waren jetzt die Vorschläge, die von eurer Seite gekommen sind. Es ist im Moment so, dass ich ein bisschen im Voraus aufnehme, weil ich aus familiären Gründen für 14 Tage unterwegs sein werde. Insofern kann es sein, natürlich, dass da noch mehr gute Tipps und Tricks von euch dazukommen. Aber das waren jetzt mal die Sachen, die ihr bisher drunter geschrieben habt und die ich teilweise umgesetzt habe oder eben einfach hier auch jetzt euch mitgeteilt habe. Und jetzt starten wir mal die Gefahrenstufe 9. Dann gucken wir mal, wo sie spawnen. Da sind sie diesmal.
Ja, gut. So, ich werde hier oben bleiben, um eben zu sehen, wann der Sternenbeschwörer kommt. Da hinten ist er übrigens. Da hat er sich schon aufgebaut. Aber ich glaube, der geht dann erstmal dahin. Also die werden da vorne jetzt erstmal ganz gut abgefangen. Und wenn sie dann hier durchkommen, dann kriegen sie nochmal... Ja, guck, der kippt das da halb drauf. Ich muss das da wegnehmen. Das bringt uns sonst womöglich... Guck dir das an. Der ist noch nicht da, okay. Ich gehe davon aus, dass hier unten alles in Ordnung ist. Die stehen auf ihrer Position. Pokey, pokey, mate. Ja. Ja, guck dir das an hier. Ich hoffe, das funktioniert. Das ist 2 hoch und trotzdem landet der Teer da oben aus irgendeinem Grund. Also ich finde, das Schlimmste in dieser Purge sind eben diese Meteoritenbeschwörer. Da kann es ganz schnell mal sein. Ja, aber es kommt trotzdem unten an, ne? Der Teer. Die sind schon ganz gut gebremst. Ab und zu kommt mal einer durch, der wird da vorne abgefangen. Ja, guck mal, die sind schon wirklich... Ja, das funktioniert gut. Da bin ich sehr zufrieden mit. Und ich konzentriere mich aktuell wirklich darauf, dass ich hier den Sternenbeschwörer dann abfangen kann. Ja, das ist gut. Ja. Macht er da Schaden, wenn er da stehen bleibt? Aha, jetzt aber. So, dann schauen wir mal. Wo ist er? Wo ist er denn? I said, did you see that? Jetzt aber. Huch! Nein, nicht da hochklettern. Ach komm. So, ich hoffe, das war rechtzeitig, dass wir ihn da abgefangen haben. Also, wie schaut's hier aus? Die leben auf jeden Fall mal alle noch. Ich hoffe, da spawnt nicht gleich wieder einer. Guck, er schlägt sich da prima. Ja, mitten in der Aufnahme hat dann jemand direkt über mir angefangen hier zu bohren und deswegen mache ich hier nochmal so ein kurzes Voice-Over mit dem, was ich da während der Aufnahme gesagt hatte. Also ich hatte nochmal darauf hingewiesen, dass die Thralls, die hier jetzt stehen, dass die eigentlich alle Null-Level waren, weil ich die aus der Purge, aus den Käfigen befreit hatte. Und ich bin dann einfach nochmal reingegangen und habe hier auch ein bisschen mitgekämpft. Ja, einfach des Spaßes wegen. Notwendig wäre das bei dieser Konstruktionsweise hier nicht. Schau, das war's schon. Also das hat jetzt gedauert. Ja, doch. 12 Minuten oder so. Na komm. Set will glory in your death.
Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Super, beide tot. Ja, ich schätze, irgendwie haben wir gewonnen. Wo bin ich denn eben gestorben? Wo liegt denn mein... Eh hier drin, oder? Ja, das war meins. Und wo ist mein Gegner? Ist der jetzt nicht... ist der weggespawnt? Naja gut, macht nichts. Wir haben genug Schlüssel. Lass mal gucken. Wer bist du? Ein Tänzer. They'll hear. Get me out and I will be beholden to you. Arma, die Verführerin. Was bist du denn? Kellner. Nee, Künstler. Okay. Dann. Listen, free me and we can come to a beneficial. Barkeeper. I shall serve you faithfully. Du bleibst drin. Träger. Und noch ein Träger. Was haben wir hier Feines drin? Wieder viele feine Sachen. So, also wir konnten Gott sei Dank den Meteoritenschauer abwenden. Das ist natürlich wichtig. Wie schaut es hier aus? Hier leben alle. Die leben auch alle noch. Die Bogenschützen sind alle da. Ja, wunderbar. Ja, das nenne ich doch erfolgreich. Sehr schön. Wunderbar. Ich werde dann die nächste Purge vorbereiten. Ich finde, die Purge Level 9 kann die zerstörerischste sein. Eben durch diese Meteoritenschauer, die da runterkommen können. Das haben wir gut überstanden. Also wenn man rechtzeitig den Sternbeschwörer da töten kann, dann, ja, dann funktioniert das natürlich sehr gut. Die 10. Purge ist aber, glaube ich, eine der schwierigsten, weil da so viel einfach kommen, ja. Die dauert am längsten. Es kommen ganz, ganz viele Gegner und darauf werden wir uns jetzt als nächstes vorbereiten. Wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis dann. Ciao.